Und vielen Dank an den Verkehr von Fahrenzug unter der Leitung von Herrn Sauter. Vielen, vielen Dank. Wir schreiben das Jahr 1970. Drei Personen hatten den Heidelberger Herbst gegründet. Herr Grösen, Herr Dr. Kischka und Herr Klebes, sein Vorgänger. Wir sind dankbar. Wir sind dankbar, so eine Veranstaltung durchführen zu dürfen von Heidelberg Marketing. Und wir werden alles daran setzen, die nächsten Jahre ohne viel Firlefanz außenrum, vielleicht die eine oder andere Veränderung mit den Flohmärkten, die ich heute Morgen schon sehen durfte, vorne an der Stadthalle. Jede Straße ist gefüllt mit Anwohnern, die ihren Krempel verkaufen. Aber ist auch guter Krempel. Ich hatte auch schon was ersteigert heute Morgen. Und so soll es auch bleiben. Es soll ein Fest von Heidelberger, für Heidelberger, aber auch für die Gäste im Umland, für internationale Gäste sein. Ein Miteinander vor den Ständen, hinter den Ständen, verschiedene Kulturen. Und das macht Heidelberg aus, weil wir eine Willkommensstadt sind. Jetzt möchte ich aber weitergeben. Seit 2006 Oberbürgermeister Herr Götzner. Er wird bestimmt noch einiges dazu sagen, zu diesem wunderbaren Fest. Ich gebe. Ja, vielen Dank, Matthias Schieber. Zunächst auch einmal von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Matthias Schieber, an sein Team, Joey Schwarz, der dort so ein bisschen vor dem Herkulesbrunnen mit seinem Team steht, hat Großartiges geleistet, damit wir hier richtig feiern können. Und es ist wirklich für uns hier in Heidelberg das Schönste, das Größte, ich würde mal sagen der ganzen Kurpfalz, das Beste. Fest, was man sich überhaupt im Herbst vorstellen kann. Dankeschön an euch und nochmal einen Riesenapplaus. Und ich freue mich natürlich, dass ich mit Katharina zu meiner Rechten, unserer Weinkönigin, diesen Heidelberger Herbst eröffnen kann, Katharina Teutsch. Es ist toll, dass wir auch solche Botschafterinnen haben unserer Stadt. Wir erinnern auch ein bisschen an die, die vielleicht schon nicht mehr unter uns sind. Wir feiern ja diesen Heidelberger Herbst schon relativ lange. Katja Klauer, Hilber hieß sie dann später, eine Weinkönigin, die erste Weinkönigin, die wir hatten hier in Heidelberg, von einem Heidelberger Weingut. Sie ist leider vor kurzem auch schon verstorben. Auch an sie denken wir. Es ist einfach toll, dass wir sie, dass wir euch haben. Schön, dass ihr das immer so super mit begleitet. Und natürlich auch unsere Symbolfigur, unser Perkeo, Thomas Barth, auch durch den Stadtrat nicht ganz unbekannt, aber als Symbolfigur nicht nur der Heidelberger Fastnacht, sondern auch des Heidelberger Herbstes, der Stadt Heidelberg, wenn es auch um große Kulturveranstaltungen geht. Es ist einfach toll, wie du und dein ganzes Team vom Perkeo Fanfarenzug und von der Perkeo Gesellschaft, die es immer begleitet. Es ist toll, dass wir euch haben. Es ist Kultur, es ist eine gewachsene Kultur dieser Stadt, die zu dieser Stadt gehört. Und es ist schön, dass man das auch heute noch ehrt und auch gemeinsam feiern kann. Ja, was gibt's Neues? Er ist wieder größer geworden, der Heidelberger Herbst. Es gibt in der ganzen Altstadt verteilt über 12 Bühnen mit einem fantastischen Bühnenprogramm. Jedes Jahr wird es eigentlich mehr. Das ist ungewöhnlich, weil durchaus bei solchen Festen der Zuzug nicht immer weiter zunimmt. Das ist toll, dass ihr das geschafft habt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Großartig. Ich freue mich auch, dass ihr vor allem auch den Heidelberger Verein ihren Raum gibt, ihre Möglichkeiten gibt, hier mit aufzutreten, mit ihren Bands, auch ein bisschen was für die Vereinskasse zu tun. Das hilft ihnen, um dann später auch im Vereinsleben sich die eine oder andere Maßnahme leisten zu können, was man nicht machen kann. Der Flohmarkt ist großartig. Wir haben unsere Gäste aus unseren Partnerstädten dabei. Der Schmidt sowieso aus Bautzen immer, aber unsere Freunde aus Bautzen sind da, aus Montpellier. Palo Alto in den USA ist jetzt auch neu dazugekommen, ist mit dabei, wenn es in Richtung Universitätsplatz gibt. Auf dem Universitätsplatz dann der große mittelalterliche Markt. Kunst, Kultur, natürlich, wenn ich Richtung Theater und Ebertplatz weitergehe. Also die gesamte Altstadt ist wirklich ein großartiges Fest. Und ich bin sicher, selbst wenn es zwischendurch vielleicht mal eine kleine Husche gibt, das ist kein Problem. Wir haben auch da ein paar Unterstellmöglichkeiten, ansonsten heißt es kuscheln, kuscheln, kuscheln und dann macht das Fest noch mehr Spaß. Ich freue mich jedenfalls, dass so viele Gäste wieder zum Heidelberger Herbst gekommen sind. Es ist großartig. Ich freue mich auch, dass der Herr Dr. Hörnle wieder mit dabei ist. Er hat ja als Moderator hier auch immer für viel
Lokalkolorit gesorgt, auch politische Lokalkolorit gesorgt, wenn es darum ging, auch vielleicht mal die eine oder andere Nuance über den Heidelberger Stadtrat, den Oberbürgermeister oder andere politische Vertreter zu sagen. Das ist gut so. Wunderschön, schön, dass Sie auch da sind. Wirklich großartig, kann auch mal ruhig applaudiert werden. Und ich freue mich, dass ganz viele von den neuen Stadträtinnen und Stadträten da sind. Es sind so viele gekommen, dass der Heidelberger Gemeinderat eigentlich beschlussfähig ist. Also, hat jemand einen Wunsch? Dann können wir es jetzt noch schnell durchziehen. Ich glaube, heute kriegen wir auch eine Einstimmigkeit relativ schnell hin. Das ist sonst nicht immer so. Ja, Freibier, guter Vorschlag. Fragen wir mal den Stadtrat, was meint ihr dazu? Dafür, dagegen, Enthaltung. Oh, die Vertagungsanträge sind wieder in der Mehrheit. Es wird schwierig in Heidelberg, also von daher sicherlich spannend. Sie können sich das vorstellen, 48 Stadträte plus Oberbürgermeister. Es hat sich auch viel verändert im Stadtrat. Wir haben jetzt die größte politische Bewegung in Heidelberg, sind momentan die Grünen. Das hätte man vor vielen Jahren noch nicht so gedacht. Die Grünen auch nicht. Sind auch ein bisschen erschrocken darüber, aber raufen sich jetzt zusammen und versuchen natürlich auch gute Sachpolitik zu machen vor Ort. Wir freuen uns jedenfalls darauf. Ich freue mich, dass viele Prominente auch hier sind. Unser Bundestagsabgeordneter Professor Lamas ist hier, unser ehemaliger Landtagsabgeordneter Werner Fistre ist hier, viele andere Ehrengäste, aber einige möchte ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen. Und ich finde es einfach toll, denn Sie sind auch Botschafter. Unsere Europa- und Weltmeister. Wow, hat Heidelberg Europa- und Weltmeister? Haben wir. Wo ist Zoe Vogelmann? Da steht sie, weltbekannte Schwimmerin. Wer sie sich mal genauer anguckt, der stellt fest, wow, 200 Meter Lagen, 4x200 Meter Staffel, vierter Platz, eine unter den Top-Platzierten bei der WM, Junioren-Europameisterin, super, was du schon für Heidelberg geleistet hast, für den SV Nika geleistet hast, großartig, super und auch nochmal einen Riesenapplaus. Wir haben den Philipp Heinz, also die Schwimmer sind meistens immer ziemlich groß, Länge ist bei den Schwimmern auch ein Kriterium. Philipp Heinz vom SV Nika, Europameister und auch bei den Weltmeisterschaften hat er den vierten Platz errungen, super, großartig. Das zeigt, wer sich anstrengt und viel leistet, der kommt auch bald. Den Michael Spiekermann, unser erfolgreichster Trainer, ist eigentlich auch immer dabei. Jürgen Spieß wollten wir eigentlich auch noch begrüßen, der kommt nachher noch. Er ist bei der Weltmeisterschaft beim Gewichtheben den 15. Rang erreicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, er kommt gleich noch. Also ganz großartig. Fabian Heimpel von der RTH, vom Siedler Rugby ist da mit seinem Team. Auch sie sind trainieren beim Bundesstützpunkt Rugby am Olympiastützpunkt, sind mit vielen Freunden da. Toll, dass ihr so erfolgreich seid. Benedikt Damm von den Rhein-Neckar-Löwen ist da, war Vize-Weltmeister. Wo ist er? Da ist er. Hinten in dem hellen Hemd. Ein Riesenapplaus. Und dann haben wir noch eine tolle Fußballfamilie. Die hat gleich alle Mädels mal zum Fußball geschickt. Naja, so ungefähr. Die Donata von Achten ist hier von TSG Hoffenheim mit ihrer Schwester. Toll, dass ihr so großartig Fußball spielt. Und das noch in der Liga, muss ich sagen, Chapeau, Chapeau. Frauenfußball wird immer bedeutender, auch bei uns. Großartig, auch ihr seid wirklich schöne Botschafter, auch für diese Stadt. In diesem Sinne will ich jetzt nicht noch weitere bekannte Persönlichkeiten vorstellen. Es ist schön, dass Sie alle da sind. Genießen Sie den Heidelberger Herbst. Machen Sie das, was früher auch mir der eine oder andere verraten hat von denen, die auf dem Schloss, früher war ja der Empfang immer einen Tag vorher auf dem Schloss, da hat man dann große Reden gehalten. Die anderen haben schon mal geguckt, wie sie die Touristinnen informiert haben, was am nächsten Tag passiert, damit sie vielleicht am nächsten Tag den Heidelberger Herbst mit ihnen genießen konnten. Das machen wir jetzt nicht mehr ganz so, aber es ist ein Fest des Miteinanders. Also gehen Sie auch mal ganz offen auf die zu, mit denen Sie vielleicht noch nie gesprochen haben. Sie werden feststellen, es ist einfach toll, dies so in der Kurpfalz gemeinsam zu erleben und zu machen. In diesem Sinne viel Spaß auf dem 50. Jubiläumsfest des Heidelberger Herbstes. Genießen Sie die Altstadt in vollen Zügen und den Heidelberger Herbst. Dankeschön.
Katharina. Liebe Weinkönigin, ich darf euch nicht übergeben. Und auch mir ist es eine große Freude, Sie zum 50. Heidelberger Herbst mit meinem Weinspruch begrüßen zu dürfen. Lassen Sie sich von dem bunten Treiben mitreißen und genießen Sie das vielfältige Angebot. Drei Dinge sind's, die ergeben den Wein. Die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit der Winzer nicht wär, dann bliebe der schönste Becher leer. Sehr zum Wohl. Super, zum Wohl. Jetzt, Sie darf trinken, wir noch nicht. Ich freue mich auch, dass mein erster Bürgermeister Utschuk hier ist und derjenige, der zu meiner Rechten steht, das ist der Michael Schwarz. Der ist besonders wichtig, weil der hat eine Michael Mack, dem gehört die Brauerei. Das ist natürlich auch ganz entscheidend, wenn es ums Bier geht. Ja, und es heißt ja Wein und Bier, oder nee, Bier und Wein, das muss sein. Ich möchte aber nochmal, er hat ja jetzt schon mal über mein Team geredet, jetzt ist aber die Wertschätzung, muss jetzt nochmal sein, ganz schnell. Herr Schwarz, Herr Scherer, Frau Strauch, Frau Treiber, Frau Hilbert, danke. Nochmal von meiner Seite, ihr seid ein ganz, ganz tolles Team. Und Herr Roth, Entschuldigung, Herr Roth, Sie waren verdeckt. Nochmal zum Ablauf. Wir haben 25 Vereine, die sich jetzt Mühe geben, hier Stände aufzubauen. Wenn Sie die ganze Hauptstraße bis vor zum Bismarckplatz gehen, sehen Sie an verschiedenen Laternen, haben wir alte Bilder von alten Geschäften von der Hauptstraße. Das hat in zweierlei Hinsicht habe ich das gemacht. Schauen Sie, wie schön es war, aber auch ein bisschen eine Mahnung. Unterstützen Sie den Einzelhandel, auch wenn es online gibt. Gehen Sie öfters nach Heidelberg, weil wenn es die Geschäfte nicht mehr gibt, werden wir etwas vermissen. Schauen Sie sich die Schwarz-Weiß-Bilder an. Sie sollen Stimmung machen, auf die eine Seite, aber vielleicht auch ein bisschen kritisch hinterfragen, was machen wir da manchmal. Vielleicht auch für die Nachhaltigkeit, dann brauchen wir nicht so viele Pakete zurückzuschicken nach Hause. Ja? Und wer da noch Lust hat, wir haben jetzt die Stadthalle ausgeräumt oder sind gerade dabei. Wir haben einen Flügel in Darmstädter Hof vorne reingestellt, da ist ein Geschäft leer, aber keine Angst, wird bald wieder gefüllt. Da haben wir alte Bilder aufgehängt, da wird ein wunderbarer Pianist den ganzen Tag spielen. Schwelgen Sie der Musik, schauen Sie sich die Bilder an, also ein bisschen Romantik gehört auch dazu. Ich bin zwar auch fürs moderne Heidelberg, aber da spielen wir die Romantik pur. Noch zum Schluss, und ich spreche es offen an. Ein Feuerwerk heute Abend um 22.30 Uhr, ja. 15 Gramm Feinstaub wird produziert. Wir haben ein Zertifikat vom Umweltministerium von Stuttgart. Ich würde nichts machen, was der Stadt gefährdet. Die nächste Schlossbeleuchtung ist in 25 Jahren. Da bin ich 79 und stehe da unten hoffentlich gesund. Vielleicht hat man bis dorthin herausgefunden, dass die E-Roller noch viel, viel schädlicher sind als mein Feuerwerk. 15 Gramm, bitte genießen Sie das Feuerwerk. So. Ich muss ja immer lachen, früher war er Hofzwerg genannt, 1718. Ich komme da irgendwie nicht dran vorbei, Hofzwerg. Entweder gehe ich jetzt nach unten oder er muss nach unten. Also, dann kommt er nicht mehr hoch. Nein, Spaß beiseite, Michael Mack. Kommst du gerade mal nach vorne, bitte. Es war 2005, hat der Michael die obligatorischen 1 Euro übernommen. Die Heidelberger Brauereien hat sie jetzt zu einem der modernsten Produktionen Europas aufgebaut. Es ist wichtig, dass wir eine Heidelberger Brauerei haben. Wir haben auch ein Vetters, wir haben auch eine Kulturbrauerei, ist alles wichtig. Aber eine Heidelberger Brauerei sind wir genauso angehalten, diese zu unterstützen, wenn ein Mann sagt, wenn er von Zinsheim hinten herfährt jeden Morgen und dann noch eine Heidelberger Brauerei uns zur Verfügung stellt, dann ist es ein Applaus wert, weil er hält sie uns am Laufen. Und immerhin gab es 1603, glaube ich war es, gab es eine Bierverordnung vom Fürsten, die war noch viel strenger als alles andere. Ich gebe dir aber jetzt nicht das Mikrofon, ich halte es in der Hand, weil ich weiß, wenn ich das gebe, kriege ich es nicht mehr heute. Nein. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil er zieht es ja dann weg, wenn ich noch was sagen möchte. Das mit dem 1 Euro, das diskutieren wir nochmal aus. Aber ja, ich bin hier in Heidelberg. Ich bin in Zinsheim, ja, seit 64 Jahren, bin schon seit 47 Jahren in Heidelberg unterwegs, in einer tollen Stadt. Wir brauchen tolles Bier, fühlen uns hier wohl. Und ich habe 2005 hier in Heidelberg für alle hier in der Brauerei, in meiner Familie, den richtigen Schritt getan. Ich bin stolz, hier in Heidelberg so eine tolle Brauerei zu haben. Und das geht nur mit Ihrer, mit eurer Unterstützung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier in Heidelberg und ich fühle mich in Heidelberg verdammt. Ja, ist alles gut, Bonn, aber das ist die kleinste Bühne, die ich in 20 Jahren erlebt habe. Es kommt nicht auf die Größe an, es kommt auf die Traglast an im Leben.
Herr Schiemer, sei froh, dass ich nicht mehr im Gemeinderat in deinem Aufsichtsrat bin. So, ich würde sagen, genug geredet, jetzt machen wir den Fassbieranstich. Das Bier ist frei, oder, aus dem Fass? Ja. Gut. Bier ist frei. Nee, ich schreibe ja. Dann können wir weitergehen. Habt ihr alle? Da ist er? Nee, Quatsch. Komm noch mal ein bisschen nach vorne, Katharina. Warte, genau. Lass die Katharina noch mal ein bisschen.